Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste aus nah und fern, sehr geehrte Damen und Herren. Nachdem uns die Musikfreunde Wülfrath musikalisch auf den heutigen Abend eingestimmt haben, heiße ich Sie alle sehr herzlich willkommen zu unserem Stadtempfang 2013. Alljährlich ist dies der Anlass, das vielseitige und unermüdliche Engagement der ehrenamtlich tätigen Wülfratherinnen und Wülfrather zu würdigen. Ich freue mich sehr über Ihr zahlreiches Kommen und begrüße herzlich alle ehrenamtlich Tätigen, Frau Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese, Herrn Bundestagsabgeordneten Peter Bayer, Herrn Landtagsabgeordneten Volker Münchow, Herrn Kreisdirektor Martin Richter, Herrn stellvertretenden Bürgermeister Wolfgang Preuß, meinen Kollegen aus Ratingen, Herrn Bürgermeister Harald Birkenkamp, Herrn stellvertretenden Bürgermeister Rolf Otterberg aus Belbert, Frau Bürgermeisterin Phyllis Bellen und Frau Monika Albinson sowie andere Gäste aus unserer Partnerstadt Wehr in England und des Freundeskreises Städtepartnerschaften, Herrn Bürgermeister Patrick Gilbar und der stellvertretende Bürgermeister Herrn Alain Fauvard sowie andere Gäste aus unserer Partnerstadt Bourmues in Frankreich und des Freundeskreises Städtepartnerschaften, die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, die Ordens- und Ehrenringträger, die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger, die Mitglieder des Seniorenrates, die Vertreter aus den Vereinen, Verbänden und Institutionen, die Vertreter der kirchlichen Glaubensgemeinschaften, die Vertreter der Wirtschaft und Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe, der kulturellen und sozialen Einrichtungen, der Wohlfahrtsverbände und der Presse, die Vertreter der städtischen Gesellschaften und der Stadtverwaltung und alle Gäste des zusammenöffentlichen und gesellschaftlichen Lebens in unserer Stadt. Neben interkommunalen Kooperationen sind auch die Investitionen als bedeutende Meilensteine für die Stadtentwicklung zu nennen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Wülfrath verändert sich und Wülfrath wird schöner. Vieles ist angestoßen und einiges ist auch schon umgesetzt. Und auch zukünftig wird sich mit Ihrer regen Beteiligung Wülfrath weiter positiv entwickeln. Im vergangenen Jahr hatten wir in der Wülfrather Innenstadt zahlreiche Baustellen. Bürgerinnen und Bürger, Anlieger sowie Einzelhändler in der Fußgängerzone mussten eine lange Strecke durchstehen. An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis. Aber die Baumaßnahmen haben sich gelohnt. Die Fußgängerzone erstrahlt in neuem Glanz und Wülfrath hat jetzt nicht nur schwarze, sondern auch weiße Schafe. Zur Stärkung der Innenstadt entsteht der Angermarkt, ein Einkaufszentrum mit ca. 5000 Quadratmeter zusätzlicher Verkaufsfläche. Der Angermarkt wird die Versorgungssituation im Innenstadtbereich stärken und trägt hoffentlich zur Belebung der Innenstadt bei. Gleichzeitig werden moderne und barrierefreie Bushaltestellen entstehen. Weitere Maßnahmen im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms zur Attraktivierung unserer Stadt stehen noch bevor. Neben dem Lichtkonzept, dem Fassadenprogramm, der Einrichtung eines Verfügungsfonds sowie eines Fußgängerleitsystems zählt der Aufbau eines City-Managements zu den wichtigsten Bausteinen des Stadtentwicklungsprogramms. Mit einem intergenerativen Spiel- und Freiflächenkonzept soll zukünftig das Wohnumfeld attraktiver und familienfreundlicher gestaltet und wohnortnahe Begegnungs- und Erlebnisräume für alle Generationen geschaffen werden. Neue, attraktive Spiel- und Freiflächen werden in den nächsten Jahren in Wülfrath entstehen. Das unterstützt auch unsere Zielsetzung, Familien siedeln sich in Wülfrath an, aus dem Demografieworkshop. Ich lade Sie alle herzlich ein, sich mit Ihren Ideen einzubringen und auch an der Ideenwerkstatt der Spiel- und Parkfläche in den Bannen am 23. April um 17.30 Uhr teilzunehmen. Damit alle Altersgruppen künftig die zukünftige Fläche nutzen können, ist die Beteiligung aller Generationen gefragt. Ich möchte nicht
unerwähnt lassen, dass der Stadtumbau nur dank der Unterstützung des Bundes und des Landes möglich ist, die 70% der Investitionen gefördert haben. Eine weitere bedeutsame Investitionsmaßnahme ist der Bau der sogenannten Nordumgehung, die Verbindungsstraße zwischen Dieselstraße und Kruppstraße. Damit werden die bestehenden Gewerbegebiete miteinander verbunden und somit deutlich aufgewertet. Ferner ist auch mit der Entlastung der Wilhelmstraße als zentrale Ortseingangsstraße zu rechnen. Die Eröffnung der Nordumgehung erfolgt in den nächsten Tagen, wenn das Wetter uns weiter hold ist. Der Ausbau der Regiobahn ist eine der wichtigsten infrastrukturellen Entscheidungen zur Anbindung von Wülfrath an die Geschäftsregion Düsseldorf. Er ist für die Berufs- und Ausbildungspendler sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch als Aufwertung des Wohnstandortes Wülfrath sehr zu begrüßen. Besonderes Augenmerk muss jedoch auf eine Vertaktung mit dem öffentlichen Nahverkehr und einem Shuttleverkehr in die Innenstadt gelegt werden. Hierzu müssen Geldmittel zur Verfügung gestellt werden, da wir ansonsten nicht von dem Effekt der direkten Gleisanbindung an die Ballungszentrum profitieren können. Der Panoramaradweg Niederbergbahn hat sich als Attraktion für alle sportlichen und Naherholungssuchenden erwiesen. So viele Radfahrer aus nah und fern hat Wülfrath noch nicht erlebt. Der Radweg wird auf touristischen Messen in Deutschland und den Niederlanden beworben und das hatte bereits auch schon positive Auswirkungen bei den Besucherzahlen für unsere Stadt. Und bald wird das Neanderland um ein weiteres sportliches Erlebnis reicher. Mit 220 Kilometern Länge entsteht der Neandersteig, ein Wanderweg über die Höhen, durch Täler und Wälder unseres Kreisgebietes und der auch durch die wunderschöne Landschaft Wülfrath führen wird. Die städtische Wirtschaftsförderung war im Jahresverlauf erfolgreich unterwegs. Aus den bisher für 2013 avisierten Unternehmensansiedlungen ist mit der Schaffung von rund 80 bis 100 neuen Arbeitsplätzen am Standort Wülfrath zu rechnen. Ansiedlungsinteresse aus verschiedensten Branchen wird vermeldet und so gilt es, die Herausforderung zu meistern, aufgrund der schwierigen topografischen Lage geeignete Gewerbeflächen zu aktivieren. Der jüngst abgeschlossenen sowie für 2013 angestrebten Betriebserweiterung einiger Wülfrather Unternehmen erzeugen ein positives Bild der Wirtschaftsentwicklung in Wülfrath und unterstreichen die Zukunftsfähigkeit des Standortes aus Unternehmersicht. Sie sehen bereits an diesen wenigen Beispielen, in Wülfrath wird viel bewegt und Made in Wülfrath hat Zukunft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die vielfältigen Aktivitäten und Entwicklungen in unseren Stadtteilen möchte ich besonders hervorheben. In ihnen leben engagierte Menschen, die mit ihren Ideen und Projekten das Leben in den Stadtteilen bereichern und ihnen Lebendigkeit und Identität verleihen. Gerade diesen engagierten Bürgerinnen und Bürgern ist der heutige Abend gewidmet. So freue ich mich, dass der Bürgerverein Flandersbach einen neuen Vorstand gewählt hat, der die erfolgreiche Arbeit in Flandersbach fortsetzt. Gleichzeitig freue ich mich, dass der Vorstand des Bürgervereins Wülfrath bei der letzten Neuwahl bestätigt wurde. An dieser Stelle danke ich allen Bürgervereinen für ihr besonderes Engagement. Den Vereinen, Kirchen oder Einrichtungen, wie zum Beispiel dem Kommunikationscenter in Schluckkoten, haben wir eine große kulturelle Vielfalt zu verdanken. Die traditionellen Osterfeuer, die sowohl von den Bürgervereinen als auch von der Freiwilligen Feuerwehr betrieben werden, die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt, das Stadtteilfest Ellenbeek, unser Herzog-Wilhelm-Markt und vieles mehr wäre ohne ihr Engagement nicht denkbar. Ich möchte ausdrücklich betonen, wie wertvoll die Arbeit unserer vielen ehrenamtlichen Tätigen in den verschiedensten Bereichen ist. Dieser Unterstützung verdanken wir es, dass wir trotz der angespannten Haushaltssituation, der schwierigen Rahmenbedingungen und trotz der hohen Verschuldung viele wichtige Einrichtungen, wie zum Beispiel unsere Sportstätten und Kultureinrichtungen, erhalten können. Sehr verehrte Gäste, heute sind viele Ehrenamtler aus dem Zeittunnel und dem Niederbergischen Museum unter uns. Am Sonntag feiert unser Niederbergisches Museum mit einem Festakt seinen 100. Geburtstag. Nächste Woche wird die Zeittunnelsaison eröffnet. In beiden Museen arbeiten unzählige Freiwillige. Ohne sie wären unsere Museen nicht überlebensfähig. Vielen brennt die Frage auf der Seele, wie die Zukunft unserer beliebten Museen aussehen wird.
In den nächsten Monaten stehen wegweisende Entscheidungen an. Aber ich versichere Ihnen an dieser Stelle, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, einen Weg für einen Fortbestand zu finden. Es gilt, Fördergelder einzuwerben und durch zukunftsfähige Konzepte den Erhalt von Einrichtungen und anderen Trägerschaften zu sichern. So viel nun zum Rückblick, nun zum Ausblick. Bevor wir gleich die Gäste aus unseren Partnerstädten Wehr und Bondue begrüßen, werden Sie der Chor und die Band der Theodor-Heuss-Realschule unterhalten. Damit rufe ich den Chor der Theodor-Heuss-Realschule auf die Bühne. Thank you.
Ich freue mich sehr, dass Vertreter und Vertreterinnen aus beiden Partnerstädten heute Abend hier sind. Sie haben die weite Anreise auf sich genommen, um mit uns gemeinsam das Ehrenamt zu feiern und freundschaftliche Gespräche zu führen. Bitte begrüßen Sie jetzt gemeinsam mit mir Frau Bürgermeisterin Phyllis Bellham und Frau Monika Albinson aus unserer Partnerstadt Ware, England. Sowie Herrn Bürgermeister Patrick Delbar und seinen Stellvertreter Herrn Alain Fauvard aus unserer Partnerstadt Bondue in Frankreich. Thank you.
kennen das natürlich mit dem Musikstück Miss Marple von den Musikfreunden, hier unsere Gäste aus Wehr begrüßt wurden. Wir haben letztes Jahr die 40-jährige Partnerschaft mit Wehr gefeiert, ganz groß in Wehr auch. Und nicht nur die traditionelle Bude auf unserem Herzog-Wilhelm-Markt, wo uns die Leute, unsere Städtepartnerschaft aus Wehr mit Sherry und anderen Köstlichkeiten verwöhnt, hat schon treue Fans gefunden. Wir freuen uns heute auch sehr, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben, um auch hier alle Ehrenamtler zu begrüßen. Daher einen herzlichen Applaus für die Bürgermeisterin, für die Phyllis und auch für die Monika. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste. I'm sorry, but I cannot continue in German. My German is not good enough. Wolfrath and Wehr have been twinned for 42 years, and I first visited Wolfrath 24 years ago, and have since been a regular visitor, most often to the Weihnachtsmarkt. Thank you for inviting me to this reception. I have been invited in the past, but have not been able to come. It is good that Wolfrath officially recognises and thanks all those who work voluntarily in so many ways. Wehr also has volunteers, and we know how many tasks would not be undertaken if it were not for the hard work of those volunteers. Indeed, apart from the signing and renewal of the official Pledge of Friendship between our two councils, all other visits and activities are organised by volunteers, including those kind people who host visitors. I have stayed with Petra and Jürgen Westcott for each visit over the last 22 years, and Petra has visited me. I am so happy to be here with all of you this evening. Thank you once again for inviting me. Thank you very much, Phyllis. Im Mai 2003 haben wir unsere Städtepartnerschaft mit Bondue in der Wülfrather Stadthalle begründet. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche freundschaftliche Kontakte zwischen den Menschen aus beiden Städten entstanden. Ich freue mich sehr, dass diese Partnerschaft auch so aktiv gelebt wird und dass wir in diesem Jahr am 4. und 5. Mai in Bondue unser 10-jähriges Jubiläum mit einem Großfest feiern können. Bitte begrüßen Sie jetzt mit mir auch hier den Bürgermeister Patrick Delbar und den Bürgermeister Alain Fourvac. Encore. Bonsoir à tous. Je ne parle que français. I speak little English, but je ne parle pas allemand. Mais je suis toujours heureux d'être à Wülfrath. Je suis un peu comme en vacances. Ich spreche kein Deutsch, aber ich bin froh, wenn ich Wülfrath bin, weil ich habe die Idee, dass ich im Urlaub bin. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Ja, sagen Sie, verstehen Sie, was sagt und ich sage? Est-ce qu'il répète exactement ce que je dis? Ist das eine gute Übersetzung? Alors, comme je suis en vacances, je n'ai pas préparé de discours. Weil jetzt in Urlaub ist, mach keine Rede. Das mache ich. Mais ce que je retiens toujours quand je viens chez vous, was ich nicht vergesse, als ich bei Ihnen komme, c'est que nous avons, avec Wülfrath, avec nos amis de la ville et puis le jumelage, des relations d'amitié très très fortes. Das ist das, wir in Wülfrath eine sehr gute Beziehung mit der Stadt und mit der Stadtpartnerschaft vereinen. Et pour cela, nous vous remercions beaucoup. Dankeschön für alles.
Tag, sehr geehrte Frau Dr. Panke, sehr geehrte Wülfrater Freunde. Vor 50 Jahren, am 22. Januar 1963, haben der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der Stadtpräsident Charles de Gaulle das Elysée-Vertrag unterzeichnet. Dies war ein großer Schritt zur Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich in der Hinsicht auf ein zukünftiges gemeinsames Europa. Dieses Jahr feiern auch Bondu und Wülfrat einen gemeinsamen Geburtstag, den wir am 4. Mai, wie gesagt, in Bondu die 10-jährige Jubiläumfeier unserer Partnerschaft stattfinden. Zahlreiche und vielfältige Aktivitäten bestätigen, dass unsere beiden Städte gute europäische Schüler geworden sind. Eine deutsche Delegation, eingeführt von ihrer Bürgermeisterin, Frau Dr. Panke, hat sich bereits angekündigt. Alle unsere Gäste werden in französischen Familien untergebracht. Es gibt noch einige freie Plätze. Zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an Herrn Jäckel, der davon ist. Der beispielhafte Erfolg unserer Partnerschaft ist der Dynamik des Freundeskreises der Städtenpartnerschaften Wülfrat und Bon du Jumelage zuzuschreiben. Und ja, kann man. Und wir gratulieren hierzu beiden Vereinen ganz besonders herzlich. Wir wünschen, dass die guten Verbindungen und Beziehungen zwischen unseren Familien, unserer Jugend, unseren Schülern und den Vereinen beider Städte bestehen bleiben und noch mehr wachsen werden. Obwohl die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in Frankreich und in Europa teilweise mit Schwierigkeiten verbunden sind, kann ich behaupten, dass unsere Mitbürger in Bondu zuversichtlich einem starken Europa entgegenblicken. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Merci beaucoup à Alain et Patrick. Bevor jetzt gleich die Musikfreunde ein Stück Pour en Fleur eben für unsere Partner aus Bondu spielen, möchte aber gerne die Monika aus Wehr auch noch ein paar Worte sagen. Vielleicht für alle, die sie nicht kennen, Monika ist auch ein sehr, sehr traditionsreicher Gast in der Bude auch am Heilze-Billenmarkt und hält auch diese immer mit aufrecht mit ihrem tatkräftigen Einsatz. Liebe Freunde, ich möchte Ihnen für die Einladung zu diesem Empfang und für Ihre Freundschaft danken. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bringe Ihnen viele Grüße von Weartown Twinning Association. Dies sind schwierige Zeiten für Städtepartnerschaften, weil das moderne Leben so stressig und voller Druck ist. Jeder ist so beschäftigt und hat auch noch so einige Stunden in der Woche für Gemeinschaften und Aktivitäten. Mein verstorbener Mann war der Sekretär des Vereins und jetzt mache ich es.
zu seinem Gedächtnis und weil ich fest an den Wert von Städtepartnerschaften glaube. Ich möchte daran arbeiten, um es gedeihen zu lassen, sodass weitere Generationen diese kostbare und wertvolle Freundschaft genießen. Danke. Thank you very much, Monika, for your work, for your energy. You're a real treasure for the town's women. Thank you. Engagement wird bei uns in Wülfrath nicht nur groß geschrieben, sondern auch aktiv gelebt. Die Menschen in den karitativen und kirchlichen Organisationen, in Vereinen und Verbänden, in Rettungs- und Hilfsorganisationen oder die, die in der Nachbarschaftshilfe tätig sind, diese Menschen machen keine Schlagzeilen. Sie tun das, was sie für richtig halten und dies ganz oft auch nur im Stillen. Sie bewegen Großartiges in den verschiedensten Bereichen des täglichen Lebens. Mit ihrem persönlichen und uneigennützigen Einsatz geben sie unserer Stadt ihr liebenswertes, menschliches und soziales Gesicht. Ihr Wirken verdient Respekt, Dank und Anerkennung. Stellvertretend für die vielen helfenden Hände, die in Wülfrath tätig sind, wurden sie als besonders aktive, ehrenamtlich Tätige zum Stadtempfang eingeladen. Das hier ist ihr Abend. Und hiermit bedanken sich der Rat und die Verwaltung sehr herzlich für die Arbeit aller freiwillig engagierten Menschen in Wülfrath. Eine solche solidarische Gemeinschaft würde ohne ihr Engagement nicht vorankommen. Ich bitte um einen Applaus.
Und jetzt kommen wir auch zum Höhepunkt des heutigen Abends und zum wichtigsten Teil auch. Denn in diesem Jahr werden wir wieder Ehrenamtskunden als besondere Anerkennung an die Institution und Ehrenamtler aus den verschiedensten Bereichen verleihen. Hierbei können wir nur eine Auswahl treffen, die sicherlich nicht den Ansprüchen genügt, repräsentativ zu sein. Diese Ehrung erfolgte bisher immer im Rahmen der Stadtempfänge, sodass sich mit den Jahren ein rundes Bild ergeben wird. Ich bitte jetzt meinen Stellvertreter Herr Preuß auf die Bühne, der mit mir gemeinsam die Ehrung vornehmen wird. Ebenso bitte ich stellvertretend für die jeweiligen Institutionen, die Vertreter, die wir nacheinander aufrufen werden, auf die Bühne zu kommen. Wir werden drei Ehrungen vornehmen. Einmal wird das sein Frau Anna Willmann, Katholische Pfarrkirche St. Josef, das Freiwilligenforum Wülfrath und die DRK Kleiderkammer. Und damit bitte ich jetzt auch die Frau Anna Willmann von der Katholischen Pfarrkirche St. Josef und Frau Zönchen kommt schon mit ihr auf die Bühne. Das ist unsere Küsterin. Sie leben für die Kirche. Im Jahre 1938 haben sie in Santa Barbara geheiratet. Mir wurde gesagt, sie waren dort die erste Braut, die dort getraut wurde. Mal gucken, ob das stimmt. Engagieren sie sich auch für die katholische Pfarrkirche. Sie sind seit, jetzt bitte zuhören, seit 74 Jahren ehrenamtlich tätig. Jahre lang führen sie den gesamten Küsterdienst durch und zwar an 6 Tagen in der Woche. Ich habe an 7. Herr Lange, geht das denn? Ich dachte, ein Tag wird geruht. 40 Jahre lang haben sie ehrenamtlich den Hausmeisterdienst im Pfarrzentrum Corneliushaus auf der Kirschbaumstraße ausgeübt. 37 Jahre lang haben sie die Altentagesstätte geleitet. Sie haben die komplette Organisation und Koordination sowie den Personaleinsatz und die Leitung durchgeführt. Für die alte Tagesstätte waren sie fast täglich im Einsatz. Und jeder, der mit der katholischen Kirche St. Josef verbunden ist, kennt Anna Willmann auch Anni genannt. Und jeder weiß, die Schlüsselgewalt ist auch seit Jahrzehnten bei Anni. Denn den Schlüssel nimmt ihr keiner ab. Liebe Frau Willmann, Sie achten bei den Messdienern immer darauf, dass Sie ordentlich gekleidet sind, wenn Sie zur Messe gehen. Sie reinigen alle 50 Gewänder selbst und bügeln sie von Hand. So haben Sie zum Beispiel die Messgewänder gestickt, genäht und repariert. Sie sind einfach überall aktiv mit Herz und Seele und das im Alter von stolzen 94 Jahren. 49 wollte ich sagen. Liebe Frau Willmann, ich darf in Anerkennung für Ihr großartiges Engagement, möchte ich Ihnen gerne die Ehrenamtsurkunde der Stadt Wülfrath übergeben und natürlich auch einen kleinen Blumenstrauß. Dankeschön. Thank you.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf nun das Freiwilligenforum Wülfrath, Herrn Gerd Bohnen und Frau Ingrid Rompf, die stellvertretend für ihren verstorbenen Ehemann Rainer Rompf die Ehrenamtsurkunde entgegennehmen wird, auf die Bühne bitten. Geht's nicht mehr. Brachten Sie es, lieber Herr Bohnen, einmal auf den Punkt. Nach Ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben überlegten Sie sich, wie Sie Ihre Freizeit sinnvoll durch eine ehrenamtliche Tätigkeit ausfüllen könnten. Sie wurden Mitglied im Seniorenrat und nahmen im Jahre 2005 die Aufgabe an, ein Freiwilligenforum aufzubauen, dessen Einrichtung der Rat der Stadt im gleichen Jahr beschlossen hat. Diese Aufgabe war aber nicht alleine zu schaffen. Eine zweite Person wurde gefunden. Die zweite Person war Rainer Rompf. Die Chemie zwischen ihnen passte von Anfang an. Schnell wurden sie ein eingespieltes Team. Über 120 Vereine und Organisationen haben sie angeschrieben. Bis heute wurden über 90 Ehrenamtler vermittelt. Aber nicht nur die Suche nach ehrenamtlich Tätigen und die Vermittlung lagen ihnen beiden am Herzen. Sie waren auch im Arbeitskreis für die Neugründung an einem sozialen Frühwarnsystem beteiligt. Auf Anfrage der OGATA bei der Lindenschule nahmen sie beide spontan die Aufgabe als Fußballtrainer für Kleinkinder wahr. Andere Freiwillige ließen sich dafür nicht finden. Diese Aufgabe führten sie 2 Jahre durch. Ehrenamt kann auch viel Spaß machen. Rainer Rompf hatte immer gesagt, ein Ehrenamt ist nicht nur eine Aufgabe. Ehrenamt macht Mut. Unter diesem Slogan war Rainer Rompf zusammen mit Ihnen, Herr Bohnen, jede Woche Montag für das Freiwilligenforum im Rathaus tätig. Letzten Monat ist Rainer Rompf nach schwerer Krankheit verstorben. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Wir ehren Rainer Rompf postum für sein unermüdliches Wirken und überreichen seiner Ehefrau Ingrid Rompf stellvertretend für ihren verstorbenen Ehemann die Ehrenamtsurkunde. Ich darf Ihnen, Herrn Gerd Bohnen, ebenso als Anerkennung für Ihr großes Engagement die Ehrenamtsurkunde der Stadt Wülfrath übergeben. Herzlichen Glückwunsch. Stellvertretender Bürgermeister Herr Preuß, meine Damen und Herren, vielen Dank für diese Ehrung. Ich würde mich heute lieber mit meinem Kollegen Herrn Rompf, mit dem ich 2006 das Freiwilligenforum gegründet habe, hier stehen. Aber Herr Rompf ist leider im März verstorben. Mein persönlichen Dank gilt natürlich all den Ehrenamtlern, die sich bei uns gemeldet haben und die wir vermittelt haben. Was wäre das Freiwilligenforum ohne Ehrenamtler? Denn in der heutigen Gesellschaft sind ohne ehrenamtliche Tätigkeiten gewisse Dinge einfach nicht mehr machbar. Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen und auf das Freiwilligenforum nochmals aufmerksam zu machen. Jeder, der ein wenig Zeit zur Verfügung stellt, wird auf der anderen Seite belohnt durch leuchtende Kinderaugen oder durch die Dankbarkeit der Senioren. Ich bin jedenfalls weiter motiviert und werde die nächsten Jahre, sofern meine Gesundheit mitspielt, dem Freiwilligenforum mit Herzblut zur Verfügung stehen. Zum Schluss möchte ich nur sagen, trauen Sie sich, eine ehrenamtliche Tätigkeit zu übernehmen, denn Ehrenamt macht einfach Spaß. Danke.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf nun Frau Adelheid Buschhaus, Frau Riane Julius, Frau Helga Schäfer, Frau Dietlinde Gebauer und Frau Karin Molineus auf die Bühne bitten. Arbeiten Sie alle fünf in Originalbesetzung für die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes in Wülfrath. Die Kleiderkammer befindet sich auf der Wilhelmstraße 8 und richtet sich mit ihrem Angebot insbesondere an bedürftige Menschen. Allerdings kann auch jeder zur Kleiderkammer kommen. Bis auf besondere Feiertage, wie zum Beispiel Ostermontag, treffen Sie sich jeden Montag von 9.30 Uhr bis 16 Uhr in der Kleiderkammer. Vormittags werden die Kleidungsstücke von Spendern entgegengenommen. Nachmittags können dann Kleidungsstücke gegen ein sehr kleines Entgelt gekauft werden. Es gibt einen festen Kundenstamm von ca. 40 bis 50 Kunden. Dabei betonen Sie, liebe Damen, dass ohne die großzügigen Spenden aus der Wülfrather Bevölkerung der große Erfolg der Kleiderkammer nicht möglich wäre. Hierfür gilt auch den Wülfratherinnen und Wülfratern mein ausdrücklicher Dank. Circa 8.000 Kleidungsstücke gehen pro Jahr über die Ladentheke. Das macht in 21 Jahren, also dem Gründungsjahr, 168.000 Kleidungsstücke. Eine stolze Zahl. Aber es werden nicht nur Kleidungsstücke verteilt, sondern es wird auch Trost gespendet, Rat gegeben und ein freundliches Gespräch geführt. Die Menschen kommen gerne in die Kleiderkammer, sie fühlen sich wohl und angenommen. Meine sehr verehrten Damen, Sie verstehen sich prächtig, sind eine eingeschworene Gemeinschaft, dabei ist keiner die Chefin der Kleiderkammer. Sie sind halt ein richtiges Team. Ich darf Ihnen als Anerkennung für Ihr großartiges Engagement die Ehrenamtskunde der Stadt Wülfrath übergeben und gratuliere Ihnen damit hier sehr herzlich. Damen und Herren, das Gelingen des diesjährigen Stadtempfangs hängt von vielen Faktoren ab. Zunächst von der Musik. Ein herzliches Dankeschön an die Band und den Chor der Theodor-Heuss-Realschule unter Leitung des Musiklehrers Detlef Hörnberg, die mit ihrem modernen Song für Stimmung im Saal gesorgt haben. Ein besonderer Dank an dieser Stelle an die Musikfreunde auf der Bühne und ihren Dirigenten, die uns wieder einmal mit ihrer hinreißenden Musik begeistert haben. Und natürlich gilt auch ein sehr großer Dank den zahlreichen Sponsoren. Und da müssen wir jetzt. Und die da wären: das RWE die Deutschland AG, die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wülfrath, die Stadtwerke Wülfrath,
die Evangelische Stiftung Hefata Werkstätten GmbH Gärtnerei Benninghof, die Agentur für Promotion und Service GmbH APS, Birgit Schulz Catering, die Tischlerei Bernd Kczynski, Pokodomäne Einrichtungsmarkt Wülfrath, Drenker Garten und Landschaftsbau Mettmann, die Wülfrather Rockmusikergemeinschaft e.V., genannte WURG, Herrn Helmut Hintertür und Herrn Ulrich Bergmann aus Mettmann für die Kameraführung und Live-Übertragung des Bühnenprogramms. Den Helfern, die mit unermüdlichem Einsatz heute Abend tätig sind, unter anderem die WIRK, die Teilnehmer der WIRK, die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Hauptschule Wolferothe. Unser Bühnenmeister Herrn Fritjof Kuhlmann für die Bühnen- und Tontechnik. Zauberkünstler auf der Bühne, sprich Feuerwerk. Und ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwaltung und vom Städtischen Baubetriebshof. Ohne Sie wie alle wäre der Stadtempfang heute so nicht möglich. Allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Sponsoren, Unterstützern daher ein ganz herzliches Dankeschön. Liebe Gäste, lassen Sie sich nun kulinarisch und musikalisch verwöhnen. Unsere fleißigen Helferinnen und Helfer werden Sie während der nachfolgenden Musik mit einem kleinen Imbiss und Getränken versorgen. Im Anschluss lade ich Sie ein zu offenen Gesprächen, zum Austausch und Kennenlernen. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, sich in unserem Gästebuch, das im Foyer ausliegt, einzutragen, falls Sie dies noch nicht getan haben. Ich freue mich, Ihnen jetzt eine über die Stadtgrenzen Wülfrath hinaus bekannte Band auch ankündigen zu können, die Irish Folk Band Lucifer aus Wülfrath. Die vier Wülfrather Musiker spielen traditionelle irische Musik und die Band wird sich gleich unter die Gäste mischen und auch an wechselnden Orten im Saal und im Foyer für Atmosphäre sorgen. Genießen Sie mit mir den Auftritt und die Musik der Band und allen anderen wünsche ich einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. She'll get her own left by and by. Once she gets a lot of her own, she won't.